Wir sind Area 61. Aus dem schönen Sauerland. Mein Name ist Marc. Hier neben mir ist unser Gitarrist Alex. Dann haben wir hier noch Daniel, unseren Bassisten. David, unseren Gitarristen. Und zu guter Letzt den Matthias, der spielt das Schlagzeug bei uns. Ich bin der Hauptsänger, habe ich vergessen. Wie habt ihr euch kennengelernt als Band? Jo, das war 2011, da haben wir uns kennengelernt, auch bei irgendeinem Gig, da damals noch in unterschiedlichen Bands gespielt. Da haben wir uns dann schon mal das erste Mal so ein bisschen beschnuppern können. Und irgendwann haben wir dann zueinander gefunden und hat direkt gefluppt. Ja, da ist bei uns, wir hatten ein Konzert und der Sänger ist ausgefallen und dann haben wir spontan auf dem Konzert den Marc getroffen und haben dann quasi da unseren ersten Auftritt, genau, mit der alten Band damals noch gehabt und irgendwann sind wir dann so zusammengekommen. Gibt's welche Inspirationen habt ihr für eure Musik? Welche Erfahrungen, woher nehmt ihr eure Einflüsse? Ja gut, Einflüsse, jeder hat irgendwo seine persönlichen Einflüsse vom Musikgeschmack her. Wenn wir Songs schreiben, gefühlstechnisch kommen dann die Einflüsse, hat einer eine Idee, der bringt die mit und dann wird die im Proberaum halt ausgefeilt. Gibt es eine CD oder so? Oder mehrere CDs? Ja, wir haben zurzeit eine CD. Seit, wann haben wir die aufgenommen? 1,5 Jahren? Ja. 11 Lieder drauf. In Eigenregie aufgenommen. Irgendwelche Projekte für 2016? Ja, die Idee ist schon, dass wir ein neues Album aufnehmen oder eine neue CD, ob es ein Album wird, ob die Lieder reichen dafür, gucken. Euer Statement zu TV-Castings, DSDS, Voice of Germany, was haltet ihr von sowas? Ich bin total großer Fan von Dieter Bohlen, nee, Spaß. Ich halte da gar nichts von. Habt ihr irgendwie eine Message an diese Welt da draußen? Ja, unsere Message ist, dass die Leute Spaß haben sollen und darum geht es auch gerade in unserer Musik. Also wir wollen den Spaß an der Musik vermitteln, muss jetzt nicht immer perfekt sein, aber ich denke, wir fünf sind auch ganz gute Freunde und das steht eigentlich bei uns im Vordergrund. Musik machen, um Spaß zu haben und mal ein bisschen dem Alltag zu entkommen, einfach mal ein bisschen durchdrehen. Wo er das gerade ansprach, also fünf Freunde, Enid Blyton hat die Inspiration von uns, also hat sich das bei uns abgekupfert. Wie weit seid ihr schon gekommen mit der Buchung? Wie weit seid ihr schon gefahren für den Gig? Ja, jetzt sind wir bis nach Frankfurt gefahren. Das waren jetzt 180 Kilometer. Wo? Ansonsten Köln, Hagen, Dortmund. So. Als Sauerländer fährt man überall hin weit, weil wir wohnen auf dem Land. Ja, wir haben eine Facebook-Seite, Area 61 rockt. Könnt da gucken. Wir hätten noch was zum Projekt. Wir wollen, wir haben für den Winter geplant, dass wir unser Set, was wir jetzt spielen, halt mal auf akustisch trimmen. Und da wollen wir mal ein Konzert spielen bei uns in der Region. Und mal gucken, wie unsere Musik auch unverstärkt ankommt. Ob das auch funktioniert.